Guten Morgen! Heute ein Thema, was wahrscheinlich jede Frau betrifft und mit Sicherheit jeden Mann. Und mir ist es auch wichtig, dass sich hier bei dem Thema nicht nur Frauen angesprochen fühlen, sondern wirklich jeder Mensch. Weil die Grundlage dieser Frage ein Zusammenhang ist, der eben alle Menschen betrifft. Die Frage, das gleich vorweg, kann man natürlich nicht pauschal mit Ja oder mit Nein beantworten. Weil die zugrunde liegenden Zusammenhänge von der Frage, achso, wie heißt die Frage überhaupt? sollten sich Männer und sollten sich Frauen rasieren? Müssen sie sich rasieren? Müssen aber auch in der Überschrift stehen. Ja, die Zusammenhänge, die quasi die Grundlage für diese Entscheidung sind, die werden von jedem Menschen anders aufgefasst und auch von jedem Menschen anders bewertet, aufgrund ihrer Individualität. Aber egal wie ihr euch entscheidet, ich möchte gerne, dass ihr diese Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen trefft und euch nicht rasiert, weil alle das machen, oder eben euch nicht rasiert, weil alle das machen, sondern weil ihr ein klares Bild von dem habt, was dieser Entscheidung zugrunde liegt. Der erste wichtige Punkt der Entscheidung ist das persönliche Wohlgefühl, was auch wieder in zwei Aspekte unterteilt werden muss. Erstens das tatsächlich persönliche Wohlgefühl. Das bedeutet, wie es sich anfühlt, unrasiert zu sein oder eben rasiert. Ich selber bin ein Mann, der ab einem gewissen Grad an Bartgröße zum Beispiel unangenehm berührt wird. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Weil er dann eben in der Nase kitzelt oder beim Essen im Essen hängt. Ne? Auch beim Schlafen. Ist es auch so, dass der mal in die Nase kommt oder beim Oralverkehr mit der Frau mir ständig im Mund hängt, dass ich meinen eigenen Bart sozusagen liebkose, und das ist irgendwann mir nervig und das ist ein persönlich unschönes Gefühl. Aber genauso kann ich es nachvollziehen, dass Menschen sich gerne auch den Darmausgang rasieren, weil sie dann das Gefühl haben, dass ich keine Kacke in den dort ansässigen Haaren verfangen kann und so weiter und so fort. Ne? Da sind noch viel mehr Gründe, persönliche Gründe können existieren, wenn man von einem tatsächlich persönlichen Wohlbefinden redet. Und dann gibt es das persönliche Wohlbefinden, was auf den kulturellen und gesellschaftlichen Sichtweisen fußt. Zum Beispiel ist der Mann schon seit Jahrhunderten, quasi Jahrtausenden würde ich schon was sagen, gezwungen seinen Bart zu rasieren, wenn er anerkannt werden möchte. Das bedeutet nicht, dass er seinen Bart immer komplett abrasieren musste, nein, die Zeiten gab es natürlich, wo man auch einen Vollbart tragen konnte, aber er musste immer gepflegt, also es musste immer rasiert werden. Immer. Und wenn er das nicht tat, dann war er gesellschaftlich nicht anerkannt. Er galt dann quasi als ungepflegt. Die Frau hatte, sag mal, keinen Bart. Aber auch die Rasur des Schambereiches wurde schon im alten Ägypten als ein Zeichen für Gepflegtheit und Schönheit betrieben. Aber erst im Rahmen der Frauenbewegung zwischen 1915 und 1945 wurde die Rasur im Rahmen der Femininität als Ausdruck der weiblichen Emanzipation auch in den westlichen Ländern so langsam zum Standard. Kurioserweise gilt es heute als emanzipiert, sich nicht zu rasieren, was aber weniger tatsächlich der Emanzipation, sondern eher einer Protestbewegung und dem Wunsch nach einer natürlicheren, von der Gesellschaft losgelösten Lebensweise entspricht. Wie dem auch sei, die Rasur für Mann und Frau hat seit dem Altertum gewisse kulturelle und gesellschaftliche Standards. Und je nachdem, wie gesellschaftlich verflochten man ist, ist der zweite Aspekt des persönlichen Wohlbefindens, davon reden wir ja noch, davon abhängig. Jemand, der großen Wert auf die Stellung in der Gesellschaft legt, der fühlt sich rasiert einfach wohler, weil es eben gepflegter aussieht und Gepflegtheit ein positiv assoziierendes Wort in der Gesellschaft ist. Wenn der oder diejenige kein Interesse an einem positiven Eindruck in der Gesellschaft hat, dann ist dieser zweite Aspekt des Wohlbefindens eher zu vernachlässigen. Der zweite große Punkt neben dem persönlichen Wohlbefinden ist der Zwang der Rasur. Wenn ein Mann mit als Bankangestellter im Front Office Bereich arbeitet, dann hat er de facto keine Möglichkeit, seinen Bart nicht zu rasieren. Das wird gesellschaftlich einfach nicht toleriert. Und entsprechend wird der Arbeitgeber über kurz oder lang ihn darauf hinweisen und letztlich kündigen, wenn er sich nicht daran hält, dass er den Bart wieder rasiert. Auch bei der Frau gibt es natürlich auch Berufe, wo Wert auf eine Rasur gelegt wird, nämlich alle, die in der Kosmetik oder in der Schönheitsindustrie arbeiten, die ja eng an den gesellschaftlichen Standard der aktuellen Schönheit gebunden sind.
Frauen haben es zwar aufgrund der meist fehlenden Gesichtsbehaarung immer tendenziell etwas leichter auf eine Rasur zu verzichten, aber geht dies oft einher mit Einschränkungen in zum Beispiel der Kleiderwahl, gerade wenn es heiß wird, und ist nicht weniger emotional belastend als der offensichtliche Zwang, den die Männer unterliegen. Nach dem persönlichen Wohlgefühl und dem Zwang gibt es noch eine dritte Kategorie, und zwar seinem Partner zu gefallen. Das wird gar nicht in der öffentlichen Wahrnehmung so in den Mittelpunkt gerückt, ist aber, denke ich, ein durchaus beachtlicher Grund für viele Frauen und Männer, warum sie sich rasieren oder eben nicht rasieren. Denn das Empfinden der Rasur oder dem Empfinden der Rasur liegt ein ästhetischer Grund zugrunde. Scheiß Ausdruck, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn man seinen Partner liebt, dann weicht man bis zu einem gewissen Punkt auch ganz natürlich von seinen Überzeugungen ab und möchte explizit für sie oder für ihn etwas schöner sein. Das ist ja auch die Grundlage einer Partnerschaft, ne? Einer gesunden Partnerschaft. Es ist nichts Schlimmeres als auch, ich bin wie ich bin, wenn du mich nicht magst, sondern hast halt Pech gehabt, ne? Es sind keine Menschen identisch, man bewegt sich immer aufeinander zu. Es ist nie so, dass alle Menschen in allen Punkten gleich sind und gleich führen. Man bewegt sich aufeinander zu. Und wenn der Partner eben darauf steht, dass man sich eben nicht rasiert, dann kann man bis zu einem gewissen Punkt, der individuell wieder verschieden ist, auch darauf eingehen. Andersrum natürlich genauso, als wenn der Partner darauf steht, dass man sich rasiert. Also man sieht, dass wirklich eine Menge Punkte zu überlegen und ins Kalkül zu ziehen sind, wenn man wirklich eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen treffen möchte. Meine persönliche Meinung ist, dass ich intoleranter Meinung wie diesen Rasurzwang oder eben auch dieses Rasurböse kategorisch ablehne. Dafür ist die Entscheidungsgrundlage wie gezeigt einfach zu groß. Ich selber bin in meiner Beziehung jetzt auch auf meine Partnerin zugegangen, indem ich mich nicht mehr in der Intensität und in dem Ausmaß rasiere, wie ich es alleine für mich tun würde, nach meinem persönlichen Wohlgefinden, weil der gesellschaftliche Aspekt bei mir jetzt nicht so zum Tragen kommt. Aber das mache ich, dieses Entgegenkommen meiner Partnerin, das mache ich gerne und ich bin mir dieser Entscheidung aber auch bewusst. Und das möchte ich euch heute auch mit diesem Video oder dafür möchte ich euch auch sensibilisieren. Habt Mut euch zu rasieren oder eben nicht zu rasieren und beachtet all die Einflussfaktoren und entscheidet nicht losgelöst von irgendeinem blinden Dogma, egal wie sich das nennt, also dieses Dogma, so oder so. Ich wünsche euch einen zufriedenen Tag, entweder rasiert oder unrasiert, und ich bin gespannt auf eure Meinung. Habt ihr eine Meinung zum Thema Rasur oder rasiert euch einfach oder rasiert euch nicht? Zu den Punkten gibt es noch andere Entscheidungsfaktoren. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.